Autsch. Na, warte. Und tschüss. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von DMC Devil May Cry 93. Im letzten Teil haben wir dem Phineas, oder Phineas, wie man denke ich ihn auch nennen könnte, ihm sein Auge wiedergebracht. Und da haben wir erfahren, er kannte Sparta, den Vater von Danton. Er meinte, oh, er sieht ihm ähnlich, aber er war ein Dämon, er sieht ihm nicht ähnlich. Gut, er hatte wahrscheinlich dann auch eine Menschengestalt. Das ist die Frage. Wenn ein Dämon mit einem Engel ein Kind hat, ein Kind zeugt, und dann er sich hierbei in seiner Menschengestalt befindet, hätte dann das Kind auch Züge von ihm? Oder sind es, sage ich mal, mehr Züge von der Mutter? Gut, wir haben ja ein Bild von dem Vater gesehen, aber da war das Gesicht durchgestrichen. Man weiß auch so gar nicht, wie er genau aussah. Aber nun, der Phineas wollte uns dann helfen, zum Turm zu kommen. Und das machen wir jetzt, nämlich beim inneren Teufel. Hast du vergessen, welche Angriffe und Fähigkeiten du besitzt? Du kannst jederzeit einsehen, wenn du in das Spiel pausierst und Angriffsliste auswählst. Ja, es gibt so viele... Klar, dass ich da was vergesse. Ist deine moralische... Wie lange warst du blind an diesem Ort eingesperrt? Hunderte Jahre. Ach, du liebes Bisschen. Bist du sicher, du kennst dich hier aus? Wie meine eigene Westentasche. Du hast keine Weste. Hey. Pass doch auf! Ganz vergessen. Wir sehen die Dinge etwas unterschiedlich. Ach. Die Dinge unterschiedlich zu betrachten, öffnet neue Wege. Wahrscheinlich durch ein spezielles Auge, hä? Du siehst in mir nur Böses, weil ich ein Dämon bin. Sei nicht so engstirnig. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Recht hat er. Recht hat er. Es geht darum, es kommt darauf an, wie man die Sachen sieht. Aber das ist mehr Manipulation, was der hier macht. Wie ich schon sagte, wir sehen die Dinge unterschiedlich. Wir treffen uns voraus. Ich muss dir was zeigen. Gut, dankeschön. Also heißt das, es war eine Illusion, die Brücke war gar nicht eingestürzt, sondern er hat es, der Limbus hat es nur einfach nur so aussehen lassen? Könnte sein. Ja. Klopf, klopf. Jemand da? Außer Spinnchen? Hier ist Dante. Yep, yep, yep. Hör mal auf zu stöhnen hier. Ich war jetzt bis hier im Gefängnis wahrscheinlich ein bisschen länger, aber ich bin hier jetzt kein Frischfleisch. Ah, das ist die verlorene Seele. Yep. Zack. Servus. Nehme ich dich mal mit, wenn du mich schon hier anstöhnst. Du hast sicher nur gewartet, bis ich hier auftauche, damit du es so tun kannst, als wüsstest du, wo es lang geht, hä? Das Wesen, ein Nephilim, wie du. Ich wusste nicht, dass es weitere gab. Die Nephilim waren die dritte Rasse. Leider wurden sie gejagt und getötet. Warum? Weil die Dämonen Angst hatten. Die Macht von Engeln und Dämonen. Doch anders als diese konnten die Nephilim die Welten durchschreiten. Sie waren wahrlich eindrucksvoll. Und das machte sie zur Bedrohung. Wie mich. Und wie du. Hatten sie großes Potenzial. Solch eine Verschwendung. Du willst dein Potenzial erschließen. Vielleicht kann Asiel helfen. Lass mich raten, ich krieg eine weitere Engelswaffe. Und mir ist eingefallen, ich krieg nichts mit Eis, sondern ich krieg so eine Art Shuriken. Ja? Ich krieg so Shuriken-Waffen. Und es könnte gut sein, dass ich sie hier kriege. Juhu! Alter Falter, hier im freien Fall. Uiuiuiui. Ui, ui. Und, jupp. Krieg ich schon ein komisches Gefühl im Bauch. Wer ist denn der... Hallo? Nein, wahrscheinlich eine Art Hexe, oder? Das war komplett nur geraten. Oh, jetzt hat sie, glaube ich, ihre Gefühle. Was ist das da? Ui.
Ja, dachte ich mir schon. Nur mit Engelswaffen kann ich ihre... Autsch! Yep. Okay, also nur mit Engelswaffen kann ich ihre... Hülle durchbrechen. Autsch. Eppala. Ja, das habe ich schon gelernt. Ja, autsch. Yep. Und hoch mit uns. Na, 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 na. Eppa. Autsch. Ja, ich merke schon, wie du funktionierst. Autsch. Ja, du steckst gerne Sachen in andere rein, was? Abstand, Abstand, Abstand. Autsch. Na, warte. Wie ich merke, ist, sie kann ihre... Wenn sie diesen Angriff macht, löst sie ihre eigene Barriere auf. Auf Nimmerwiedersehen, wir werden sicher noch genügend Hexen sehen. Ganz ohne Knusperhaus. Hallo. Überhaupt nicht creepy, ne, ne, ne. Richtig. Asiel hat den Schlüssel. Für was den Schlüssel für den Turm? Wie gesagt, zwischen dem und dem letzten Part war wieder ein bisschen Pause gewesen, daher... Wow. Ach komm schon. Yep. Manchmal brauche ich den Boost überhaupt nicht, hä? Huh? Ich setze ihn aber halt gerne ein. Yep. Wow. Ich war genau nebendran gewesen. Da hätte ich jetzt den Boost wieder gebraucht. Das ist... Manchmal, wenn man es einsetzen will, dann ist es zu viel. Wenn man es einsetzen soll, dann wird nichts gesagt. Erwischt. Ja, jetzt kommen wir wieder in diese Zwischenebene und erlernen eine neue Fähigkeit. Wetten. Du bist kein Mensch. Das habe ich schon verstanden hier. Ich kriege wahrscheinlich nur Dämonenkrankheiten, wenn es sowas gibt. Hm. Wie gesagt, ich habe... Alter. Ich habe nichts zum Heilen. Schauen wir mal, was passiert. Ja, ich werde in den Untergrund fallen. Einen Bodenlosen, dann wird mein Leben hier... Yep. Wird mein Leben hier vor meinen Augen vorbeigehen. Yep. Bam. Ich glaube, das müsste die letzte Kette gewesen sein, oder? Passiert etwas Unglaubliches? Der Phineas meinte was mit meinem vollen Potenzial. Könnte das damit gemeint sein? Ich habe die Ketten, meine inneren Ketten gesprengt. Mein wahres Dämonenpotenzial oder, naja, Nephilim-Potenzial. Dante, du bist hier, weil ich dich nicht beschützen konnte. Es tut mir wirklich leid. Dein Vater hat sich in mich verliebt. Die Liebe durchbrach strenge, uralte Grenzen. Wir wählten unseren Pfad im Angesicht eines sicheren Endes. Nie bereuten wir unsere Entscheidungen. Doch wir ließen dir nie deine eigene, mein Sohn. Nun wirst du endlich diese Wahl haben. Du wirst große Macht besitzen. Eine Macht, mit der du deinen eigenen Pfad wählen kannst. Das, mein Sohn, ist Freiheit. Sei tapfer, mein Sohn.
liebe dich. Da sieht man wieder, Liebe kennt keine Grenzen. Neue Fähigkeit freigeschaltet, Dämonentrieb. Hm? Du bist doch kein Mensch, oder? Errungenschaft. Als Darbietung Dantes wahrer Macht stürzt sein Dämonentrieb die Welt ins Chaos und schleudert Gegner in seiner Nähe in die Luft. Dämonentrieb aktivieren und deaktivieren. Ich wollte im letzten Part sagen, kriegt er sowas wie eine Power-Up-Fähigkeit oder einen Power-Modus? L und R, also die beiden Steuerknüppel, okay. Ah, ich habe also jetzt so eine Anzeige. Dämonentrieb, wenn du Gegner angreifst, füllst du damit Dantes Dämonentriebleiste auf. Sobald die Leiste die Mindestgrenze überschreitet hat, kann Dante den Dämonentrieb aktivieren. Setze den Dämonentrieb ein und... Verändern wir uns? Oder... Wow, 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 wow! Aha, unsere Augen, seine Haare werden weiß und sein Mantel wird rot. Und die Augen werden doch rot, ah ja. Ach du liebes bisschen. Dämonentrieb, wenn er aktiviert ist, lädt die Dämonenleiste sich. Dantes Gesundheit wird wiederhergestellt und er verursacht zusätzlichen Schaden und ist besser geschützt. Oh, das ist cool. Solange der Dämonentrieb aktiv ist, verdienst du Bonus, die Punkte für Kämpfe in der Luft. Alter, das ist ja cool. Yep. Alter, das ist ja extrem cool. Yep. Und Querschläger. Nicht wirklich was gebracht, hä? Alter, die Fähigkeit, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich wollte nämlich auch im letzten Part sagen, kann man auch irgendwie zwischendrin Gesundheit wieder kriegen? Entschuldigung, da läuft mir der Sabbel im Mund zusammen, weil ich das einfach nur so was von geil finde. Mehr Schaden, wieder Gesundheit zurück, mehr Punkte, wow. Dankeschön, dass du mich hierher geführt hast, Phineas, ja? Bin dir zutiefst dankbar. Oh, richtig, der Turm. Auf dem Weg. Ja, wie komme ich hier hin? Ach, da. Also, den kann ich aktivieren, deaktivieren, wie ich möchte. Aber ich kann ihn halt nur aktivieren, wenn er die Mindestleiste an Energie freischaltet. Hey. Auch ihr Viecher. Na, wartet. Ah! Yep. Okay, das war's schon gewesen. Und hep. Autsch. Und hoch. Sadistik, yeah! Jetzt bin ich schon drin. Ach, die kann die sogar. Die kann ihre Barriere. Autsch. Auf andere übertragen, okay. Moment, bitte was? Ich kann das greifen? Uiuiuiui. Autsch. Alter Falter. Autsch. Okay. Yep. Okay, okay, ganz ruhig. Okay, kleiner Frame Drop. Abgefangen, wunderbar. Ich wollte mir immer hier einen Schaschlik-Spieß mir holen. Yep. Ja, Entschuldigung. Da kann ich jetzt gerade wirklich nichts dafür. Uiuiuiuiui. Ja, ganz cool anzusehen, ist ja klar.
Ich habe eigentlich 24 FPS, aber gerade klappt es nicht. Komm schon, hallo! Und. Ja, ja, ja. Oh. Abgewehrt, hä? Alter, auf zu nerven. Haha. Yep. Alter, wie gleicht man das da? Und. Ist er was? Yep. Ja. Ja. Na, warte. Hui. Dämonenjäger, ich bin auch noch Hexenjäger. Ich bin alles, was ihr haben. Ich bin alles, ich kann alles sein, was ihr wollt. Ja. Wo geht's hier weiter? Ah, da oben. Okay. Ja. Hui. Echt, das, was ich halt da auch cool finde, ist immer wieder diese neuen Gegner, diese neuen Mechaniken, die man sich aneignen muss. Zum Beispiel hier, man kann gewisse Gegner nur mit bestimmten Fähigkeiten angreifen. Und du musst darauf achten, wie ihre Bewegungsmuster sind. Alle, hopp. Und hopp. Und hopp. Sieht das nur so aus, oder habe ich da ein bisschen was Weißes im Haar? Ist es ein Glitch? Oder sollte es so sein? Ist es jetzt die Weisheit, die ich gelernt habe, oder was? Ich sehe die verlorene Seele, aber wie komme ich da hin? Tipp für Fortgeschrittene, gefallene Harpie. Die Flügel von Harpien können mit Dantes Feuerwaffe vernichtet werden, doch reagiere schnell, denn die Flügel wachsen nach einer Weile wieder nach. Yep. 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 Na komm, komm her, du. Bam. Bam. Und bam. Ja, geblieben. Und hep. Haha, ha. Yx. Hör auf zu pieken, ich warne dich. Ich mag das überhaupt nicht. Woo. Warte, die können ja auch noch springen. Ah. Wisst ihr was? Komm her, du. Wuhu. Oh, das geht aber. Wird aber schneller. Schnell aufgesogen, ja. Komm her, Freundchen. Und hip. Hip. Jo, jo, jo. Immer hoch, immer höher, immer höher. Immer höher bin der Flieger. Hip. Bin der Überflieger. Servus. Woo. Hip. Nein, 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 nein. Oh, puh, das war gerettet. Ach du Schande. Autsch. Ja, 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 ist klar. Na, warte, na, warte, na, warte. Yep. Komm schon, komm schon. Lass die Schale zerbrechen, damit ich hier in dein Inneres reinkomme. Mit dir wird das Schwert es noch. Yep. Woo. Yep. Und hoch mit uns, Freundchen. Denn oben ist... Ich weiß, manchmal bin ich wirklich... Ich bin gerade so richtig drin. Da merke ich selbst manchmal gar nicht, dass ich überhaupt nicht rede. Autsch. Na, warte. Und tschüss.
Jo, so kann es auch manchmal gehen. Einfach mal den Gegner in den Abgrund fallen lassen. Warum nicht? Hab keine grünen Schlüssel. Schade, schade, schade. Woo! Wisst ihr, ich fände es gut, wenn man da halt wirklich auch noch... Also jetzt habe ich durch den Dämonentrieb die Möglichkeit, wieder an Gesundheit zu kommen, ohne Gegenstände. Wäre aber auch schön gewesen, wenn man irgendwie von Gegnern wieder Gesundheit kriegt. Wo muss ich lang? Hier, oder? Woo! Whee! Oder bin ich auf dem richtigen Weg oder laufe ich gerade rückwärts? Nee, ich war richtig gut. Absoluter Wahnsinn. Gell? Der hat jetzt wirklich sowas Weißes im Haar. Du hast deinen inneren Dämon gefunden. Doch du musst dein volles Potenzial erschließen. Ach, das ist also absichtlich. Dämonenkönig namens Mundus töten. Und wenn du Mundus tötest, wer wird seinen Platz einnehmen? Ja, gute Frage. Wie wär's mit gar keinem König, hä? Wie wär's hier mit der Demokratie? Da gibt's auch keine Könige. Hm? Wie wär's denn damit? Wäre das ein Vorschlag? Doppel S. Aha. A. Mal 5 und Fortschritt. Ich würde sagen, wieder C. Wie viele Sachen ich da immer übersehe. Gut. Okay. Was ich schon gesehen habe, ist... Ich konnte bestimmte Stellen kann man nur erreichen, wenn man halt bestimmte Fähigkeiten hat. Ich würde mal sagen, ein bisschen Zeit haben wir noch. Nächste Mission. Es wäre üble Nachrichten. Ah ja, okay. Gehen wir erstmal in den Laden und kaufen ein paar Verbesserungen. Gut, wisst ihr was? Genau, da habe ich mir diese Ausweichmanöver geholt. Wisst ihr was? Ich kaufe mir am besten einfach erstmal so die ganzen Sachen für das Schwert. Weil ich das ja mehrmals nutzen will. Das habe ich auch. Triebstufe 2. Mit mehr Klingen. Da kann, damit kann ich mehr auf höchste Stufe was machen. Nach Trieb Y drücken. Für den Betrieb angesetzt zwei zusätzliche Schockwellen dazu. Ah. Mehr Schaden und Schnellstufe. Noch mehr Stoßwellen. Das will ich doch gleich mal testen. Oh, nice. Das gefällt mir. Und wenn ich das nochmal erhöhe, kommen sogar noch mehr Schockwellen raus. Yep. Was war das denn jetzt? Yep. Wenn ich vollkommen konzentriert bin, ja, dann kriege ich auch sowas hin, aber auch nur, wenn ich wirklich zu 100% konzentriert bin. Und ich bin, wie gesagt, kein Typ, der über Sachen eigentlich drüber redet, außer wenn es wirklich mal nötig ist. Ansonsten bin ich wirklich Live-Kommentator. Und es gibt mir im Grunde ein Handicap. Aber soweit habe ich es ja, ich habe es eigentlich schon weit geschafft. Vielleicht sollte ich mir mal selbst so kleine Herausforderungen machen, dass ich zum Beispiel erstmal mehr meine... die Schwertkombos einsetzen will. Bevor ich dann wirklich da groß mache. Das habe ich immer wieder gesagt und dennoch das Spiel tut ja von einem eigentlich auch verlangen, dass man die anderen Fähigkeiten einsetzt. Weil man ja nur bestimmte Gegner mit bestimmten Fähigkeiten besiegen kann. Und ja. Gut, also nächstes Mal üble Nachrichten. Was könnte noch übler sein, als dass wir hier in Gefängnis eingebrochen sind und wir uns hier unseren Weg durchbahnen müssen, hä? Das werden wir in der nächsten Ausgabe von DMC Devil May Cry erfahren. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Und bis dann, Ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.